Die Ukraine braucht nach Angaben von Präsident Volodymyr Zelensky mindestens 7 Patriot-Luftabwehrsysteme, um das Land gegen russische Angriffe zu verteidigen. Luftverteidigung sei die Antwort auf alles, sagte Zelensky zu Beginn der Wiederaufbaukonferenz am Dienstag in Berlin. Er dankte vor allem Deutschland dafür, dass es 3 Patriot-Systeme zur Verfügung stellt. Man müsse Russland die Möglichkeit nehmen, die Ukraine fortwährend anzugreifen. Russland ziele vor allem auf die Energieversorgung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dem Land kurzfristig Milliardenhilfen der Europäischen Union zu. In Kürze würden 1,9 Milliarden Euro Finanzhilfe für die Ukraine freigegeben. Zudem würden im Juli etwa 1,5 Milliarden Euro aus den Zinserträgen genutzt werden, die aus eingefrorenen russischen Guthaben im Westen anfallen. Auf dem G7-Gipfel Ende der Woche wolle man weitere Gespräche führen, wie die Ukraine noch schneller und in größerem Umfang von den Erträgen der eingefrorenen russischen Vermögenswerte profitieren könne. Zusätzlich würden 1000 weitere Generatoren für die Stromgewinnung zur Verfügung gestellt und der Ukraine in Kürze tausende Solarzellen geliefert. Maßnahmen für den durch russische Luftangriffe zerstörten Energiesektor der Ukraine sind ein Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz. Bei seinen Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Rahmen der Konferenz soll es auch um eine weitere militärische Unterstützung, unter anderem bei der Luftverteidigung und der gemeinsamen Munitionsproduktion, sowie um die Abstimmung der Positionen im Vorfeld des Friedensgipfels gehen, der später in der Woche in der Schweiz stattfinden soll.